Es war der Tag, wo ich mit dem Gemälde anfangen wollte und war noch kurz im Garten. Und dabei habe ich diese Feder gefunden. Die habe ich mitgenommen und wusste nicht, ob ich sie irgendwie gebrauchen kann, aber sie war erstmal da. Mein Wunsch war, diese wunderschönen Aquarellfarben einzusetzen. Ich habe bisher noch nicht mit Aquarellfarben in dieser Qualität gearbeitet. Diese Farben habe ich extra gekauft für mein kreatives Retreat und dort zum ersten Mal auch mit den Frauen zusammen ausprobiert. Wir haben mit diesen Farben Mandalas gemalt und sie sind wunderschön geworden. Und seit dem Retreat stand ich hier bei mir und ich dachte, das ist also der Tag, wo ich diese Farben aktiv benutzen möchte, und zwar intuitiv. Und so begann ich. Ich habe mein Blatt eingesprüht mit Wasser. Die Farben habe ich auch alle mit Wasser vorbereitet, damit die Pigmente sich, damit sie eingeweicht werden und aktiviert werden. Und dann habe ich also mit einem Schwämmchen angefangen zu malen. Zu malen nichts Bestimmtes, sondern du siehst, da sind einfach nur Linien, Formen, Figuren, eine farbige Spielerei, die unglaublich viel Freude machte. Ich arbeite mit zwei verschiedenen Qualitäten der Aquarellfarben. Die einen sind mit Metallic-Effekt und die anderen ohne. Ich spiele jetzt weiter und lade dich dazu ein. Schau mir eine Weile zu, genieße diesen Film und lass dich natürlich dadurch inspirieren, auch selbst intuitive Technik auszuprobieren, und du wirst sehen, es wird dir gefallen. Da habe ich mich schwer bei der Entscheidung getan. Ich wollte ein Blauton mit einarbeiten, aber nicht so dunkel. Und deswegen habe ich zwei verschiedene Farbtöne genommen. Allerdings hat mir diese Farbe nicht so gut gefallen. Ich muss aber noch drüber nachdenken. Vielleicht übermale ich sie wieder.
Das ist der Moment, wo ich nicht wusste, wie möchte ich weiter vorgehen. Und somit habe ich mir Pause gegönnt, habe mir einen Tee genommen und mich hingesetzt und habe das Bild angeguckt und mich gefragt, was möchte ich weiter tun. Und meine Entscheidung war, versuchen, mit kalten Farben zu arbeiten, mit einer dunkleren Farbe zu arbeiten, mehr Kontrast hineinbringen. Und somit habe ich mich für dieses Metallic Grau entschieden. Und eine neue Idee, ich möchte gerne eine Schablone einsetzen und arbeite mit zwei verschiedenen Farben, mit diesem leuchtenden Orange, wobei mir der Kontrast nicht genug war. Und dann habe ich mich für diese Farbe entschieden. Damit man den Rand der Schablone nicht sieht, muss man schnell handeln, bevor die Farbe trocknet. Und das mit dem Schwämmchen verreiben, so dass der Rand verschwindet und das Motiv in das Bild integriert wird. Und da ist sie, die Feder, die ich vorhin im Garten gefunden habe und mitgenommen habe, obwohl ich nicht genau wusste, was ich damit anfangen kann. Jetzt aber hat sie auf so eine seltsame Weise den Weg in mein Bild gefunden, in Form der Flügel einer Person. Je weiter ich arbeite, desto mehr Lebewesen entdecke ich in meinem Bild. Das ist immer wieder faszinierend, wenn man einfach so beginnt, mit Linien und Flecken zu arbeiten, dass sich irgendwann da raus aus dem ganzen Chaos eine Geschichte entwickelt. Auch diesmal habe ich das Gefühl, dass hier eine starke Botschaft verborgen ist. Ich kombiniere hier Aquarell mit Aquarellkreiden, mit Wachsmalkreiden und auch mit Acryl, also hier ist wirklich
einiges an Materialien vertreten und ich muss sagen, sie vertragen sich untereinander ziemlich gut. Ich habe keine Probleme mit Acryl zu malen wie jetzt gerade. Hier ist mir die Farbe zu dunkel geraten und ich versuche das ein wenig aufzuhellen. Und die Sprühfarbe ist auch eine Acrylfarbe und das ist auch absolut kein Problem und man kann sie mit Aquarell zusammen verwenden. Und Achtung, das ist der Protagonist der ganzen Geschichte, der Hauptdarsteller sozusagen. Und mit dieser Figur kannst du dich vielleicht auch identifizieren. So viele Gedanken, so viele Gefühle, die sind da. Die sind da. Wisst ihr, worum es hier geht? Es geht um authentisch sein. Es geht um Mut. Mut, die Komfortzone zu verlassen und aus der Höhle der Angst hinauszugehen. Und die Flügel auszubreiten und zu fliegen. Zu fliegen, um sich selbst zu entfalten, um eigene Talente zu finden, zu leben, zu verschenken. Ich wünsche so sehr, dass wir alle dorthin kommen, wo wir in der Lage sind, und verstehen, was macht mich aus? Was macht mich aus? Welche Talente habe ich? Was kann ich für diese Welt machen? Was kann ich geben? Ich glaube, ich kann das geben. Ich bin sehr dankbar, dass ich dieses Medium habe, dass YouTube die Möglichkeit gibt, die Menschen zu erreichen und das hier zu teilen. Ich wünsche dir vom Herzen, dass du glücklich bist. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wundervolle Woche und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke, dass du hier bist. Teile meinen Kanal gerne. Erzähl darüber. Lade die Freunde ein. Schaut zusammen die Videos und malt zusammen. Wird zusammen glücklich. Das haben wir übrigens erlebt, jetzt als ich kreatives Retreat hatte, mit so vielen wundervollen Frauen. Das Glück, das sich dort entwickelt, das vervielfältigt sich dadurch, dass wir so viele sind und jeder ist glücklich. Und dann kommt da so eine energetische Schwingung rein, die uns alle mit in ihre Bahn zieht. Und selbst wenn wir irgendwie gesundheitlich angeschlagen sind, trotzdem macht es etwas mit uns. Das macht uns
kräftiger, gesünder und motivierter dran zu bleiben. Bis bald. Ich wünsche dir eine ganz tolle Woche. Danke, dass du hier bist.